Eigentlich haben wir genug. Ja, es sieht scheiße aus. Jetzt, was soll ich machen? Scheiße, und jetzt? Wie mache ich das jetzt? Muss bis ganz hier oben hin, oder was? Ist aber schon viel. Ist egal, machen wir. Tore herstellen. Ja. Wir haben halt leider jetzt nicht genug Schutz, um die alle zu verteidigen. Die Schiene umlegen, zackt. Obwohl. Nee, wir lassen den erstmal hier, dass der die kritischen Strukturen schützt, wenn die durchkommen. So, passt. Oh, shit. Ey, die weichen aus. The fuck? Fuck! Komm mal her zu meinen Lasern. Scheiße, die müssen wir ausradieren, ne? Okay, aber die Raketen sind cool. Gut. Ich komme über die Landzunge. Ja, wir müssten halt mal hier unten einfach zack zumachen und eine dicke Verteidigung rein. Aber kein Problem für jetzt, für später. Ja, mit dem Panzer ist besser. Aber ich wollte mal ausprobieren, wie die so sind.
gehe mal wieder ein paar einsammeln. Was fehlt mir noch, Chat? Was habe ich vergessen? Bevor wir jetzt runtergehen und irgendwas zu wenig haben. Wir haben die Pumpen. Wir haben die Tänke. Wir haben die Rohre. Und wir können auch ein paar von den Rohren machen. Wir haben die Stromkabel. Wir haben die großen Mäste. Wir holen Geschütze. Wir holen jetzt noch Geschütze, damit wir das sonst noch... Stein. Ah, wir brauchen noch davon ein paar. Ah, ich hätte da wieder... Fuck, ich habe wieder vergessen, ein Radar aufzustellen. Das nervt doch. Wo sind die Lasers? Chat, wo werden die fertigen Lasergeschütze angeliefert? Gibt's hier nicht eine Kiste mit Lasergeschützen? Was er hier gebaut hat, ist auch geisteskrank, ne? Hier ist sie. Krank, dass die Kiste mit Lasergeschützen so schwach geschützt ist. Ist schon fast fahrlässig. Also. Krank. So, gleich haben wir alles. Das sind nicht so viele Züge, die da rein und rausfahren, oder? Das geht sich aus. Nicht, dass die dann die ganze Zeit sich gegenseitig verstopfen und so eine Scheiße, aber das passiert ja nicht, oder? Wenn ich Pumpen zwischen die Rohre schalte, transportieren diese Rohre dann schneller? Nein, oder? Wieso sind die alle so derbe kaputt eigentlich? Max hat hier so einen derben Krieg geführt.
Wie toll. Ja, machen wir so. Die zwei können wir auch so verbinden. Zwei auch. Zack, zack. Boom. Hang. Alle verbunden? Ja, ne? Jetzt müssen wir das. Jetzt müssen wir die Leitung nur noch. Hierher legen. Wo wir den Zug. Warte mal. Wie rum fährt der Zug gerade? So rum, perfekt. Das heißt, wir machen. Haltestelle hier hin. Right. Jetzt fährt er nämlich, wenn er reinfährt, hier unten rein. Perfekt. Alle Folgen von Domian zu schauen? Ja, wieso nicht? Ich glaube, Domian-Folgen sind auch sehr, sehr funny. Das hat er schon wieder eine Zeit lang mal gemacht. Das ist so falsch. Bus, Load. Crude Oil. Ah, und das sagt mir, wie viele Leute da fahren, wie viele Autos da fahren auf der Strecke. Okay, cool. Und ich brauche jetzt für jeden einen Pumper, ne? Hier einen Pumper, da einen Pumper, hier einen Pumper. Ja, wieso passt das hier und hier nicht mehr? Egal, das passt noch, die Pumpen, richtig? So. Jetzt haben die Wichser hier keinen Strom. Das lässt sich schnell ändern.
Dann kommen hier jetzt noch über Verteidigungsanlagen hin. Kommt da eine kleine Mauer drumrum. Dann machen wir hier nochmal. Mit einer Mauer drumrum. Ja, es ist sehr schlampig gearbeitet, ich weiß, aber ich will jetzt anfangen, in der Mainbase zu bauen. Wirklich anfangen, in der Mainbase zu bauen. Ich hoffe, bei Domian, die irgendeinen Scheiß erzählen, hat selbst mal angerufen und irgendwas erzählt, okay. Das ist crazy, das ist cringe auch ein bisschen einfach. Wieso ist der falsch platziert? Ja, wieso passiert da nichts? Ich den. Der ist kaputt. Warum ist der kaputt? Kreuzung ist noch nicht signalisiert. Radar, oh, sehr smarter Call, dass wir da jetzt ein Radar einstellen. Wow. Zwei unten links sind nicht verbunden. Welche zwei unten links? Nee, nicht egal. Ich will jetzt wissen, warum ich hier kein Signal platzieren kann. Was dann die Strecke einteilt. Das hier wegmachen, um es einfacher zu machen. Was ist denn dann das Problem? Tatsächlich, das war das Problem. Okay, dann schicke ich jetzt mal. Kann ich den irgendwie verfolgen, indem ich drauf drücke auf ihn? Veloark ist auch in Ordnung.
Weil sich hier eine Wartezeit haben, die sich vermeiden lassen. Ich bin in dem Zug drin. Wir warten jetzt, bis er losfährt und dann. Boah, er fühlt sich sehr langsam. Aber ich kann ja nicht arg viel schneller machen, oder? Wir laufen. Wir haben alles. Leute, jetzt ist es an der Zeit zu starten in der Base. Right? Doch, wir spielen auf jeden Fall mal wieder Velo Coffee. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Mein Team spielt ja jetzt auch am Wochenende wieder. Ganz beidseitig pumpen. Ja, bringt ja nichts, wenn die nicht schnell genug abbauen, meine Viecher. Wir sind jetzt. Erste Problem, was wir haben, wir müssen alles Eisen schmelzen, was ankommt. Wieso hat er hier zwei Eisen gekappt, die nicht ganz durchgehen? Das verstehe ich nicht. Kann mir das wer erklären? Und warum hat er hier einen Stein gekappt, den der nicht ganz durchgeht? Auf jeden Fall erstmal die Signale hier entfernen. Ich sehe ja, was ankommt. Ist ja wirklich ganz klar. Ah nein, fuck. Das hätte ich nicht löschen dürfen. Scheiße. Ich glaube, da hat er mir angezeigt. Stein für Öfen und Eisen für Beton. Hier hat er mir gerade angezeigt. Also die können noch weg. Ich bin mir nicht sicher, was rot bedeutet. Sind das die anderen Main Hub Linien für Stahl und so weiter? Und das ist auch nicht so schlimm. Das können wir zur Not auch einfach machen, wie wir wollen. Erstmal. Punkt 1. Wir müssen. So, ich habe mir aufgeschrieben, was mein Ziel ist. Ich habe es mir aufgeschrieben. Jetzt wird es mir erst richtig cool. Wir brauchen 8 Eisenbusse. Glaube ich. So, ich google mal kurz. Ich nehme euch mit. Factorio Efficient Iron Smelting Blueprint. Hier. Wir haben. Iron Copper Plates Blue Belt. Was ist das denn? Was ist ein Beacon denn? Für ein Schwachsinn. Das nervt ja.
Dann ohne den. Das ist Late Game. Krank. Oh. 48 Stahlöfen reichen für ein rotes Band. Aber ich will mal mindestens 8 rote Bänder mit Eisen haben. Geht das überhaupt? Oder ist das too much? Will ich da zu viel? Oh. 8 rote Eisenbänder. Kann ich aus einem roten Band ein rotes Band machen hier? Wie viel Brennstoff hast du? Also wir können ja schon diese, die hier machen. Schaltträger weiter, das Schaltkreis Ziegelstein. Davon müssen wir jetzt auch einen Haufen herstellen. Schaltträger weiter, Schaltkreis Ziegelstein. Ein Erz gleich ein Eisen, okay. Joink, joink. Ziegelsteine haben wir aber. Und Stahlträger. Du brauchst halt für jedes Fließband ein Schmelzsegment. Wow, dann brauche ich gleich richtig viel, ne? Warte, wieso produziert denn der nicht mehr? Oh mein Gott! Aki, ich glaube, ich bin zu schwach, um die umliegenden Weißernäste anzugreifen. Elektroöfen lohnen erst mit Modulen und Beacons, sonst zur Platzverschwendung. Nein. Allein, dass ich keine Kohle dahin führen muss, ist so eine so krass geil. Nee, Coffee, das war ein Host. Das war ein Max-Host. Wir machen alles mit Elektroöfen. Auch Platz haben wir ja genug. Also Platz haben wir ja reichlich. Wie kann ich einfach kopieren jetzt zum Beispiel, wenn ich das hier... Ich will die Blaupause nicht erstellen, sondern ich will einfach nur das jetzt einmal nehmen. Ach so. Okay. Wir machen jetzt gerade Lichtbogenöfen. Wir brauchen... Wie viele Lichtbogenöfen brauche ich, um ein Band komplett zu bauen? Und mache ich aus einem Stahl ein Eisen? Chat?
Oder brauche ich zwei Eisen für einen Stahl? Aber für Stahl brauche ich auf jeden Fall Kohle, ne? Fünf Eisenerz, ein Stahl. 24 Elektroöfen auf beiden Seiten. Für ein Band, richtig? Okay. Wie sieht's aus? Ich habe jetzt meinen Bahnhof fertig. Das hier ist mein Bahnhof. Hier wird schön gebaut. Und ich baue jetzt. Warte mal kurz. Ja, das werden wir gleich wegbauen, aber wir brauchen auf jeden Fall Öfen. Ich meine. Nur Übergang hier jetzt. Wir brauchen nämlich die Ziegel, oder? Kann ich hier Ziegel herstellen? Bin ich dumm? Ich dachte, ich kann hier Ziegel herstellen. Im Ofen? Aber da muss ich ja brennen im Ofen, oder? Ich habe all meine Öfen weggeworfen. Scheiße. Ist das frustrierend? Ah, warte, ich habe hier noch welche. Never mind. Das geht nur im Hochofen. Achso, nee, das geht auch im elektrischen. Achso, never mind. Oh mein Gott. Bin gerade richtig dumm gewesen. Nur eine Kiste für die Steine hier kurz. Ja, wir bauen jetzt. Ich brauche 5 Eisen gleich 1 Stahl, aber die Zeit ist 5-mal so lange. Also ein Eisenofen für einen Stahlofen reicht. Jetzt nochmal. Naja, sorry, ich hätte das E-Ding von der Hand nehmen sollen. 5 Stück. 2, 4, 6. Ein Stahlofen wird von einem Eisenofen gesättigt. Ah, von einem Ofen direkt den nächsten geben, so spart man Platz. Check. Ja, ich fange mal an mit 24 Lichtbogenöfen, ne? Am besten hier. Ja, scheiße, wir fangen einfach mal an, sonst werden wir eh nicht fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was ist denn das? 1. (24 durch 4) ist nicht teilbar. 12. 6, machen wir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hab ich keine Stapelgreifarme mehr? Hilfe. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, GG. Ich muss zurück. Hab ich 7 gebaut? 2, 4, 6. Ich hab echt 7 gebaut. Egal, wir müssen trotzdem Stapelgreifarme holen. Und wir müssen mehr von den Hochöfen bauen. Dafür brauchen wir Ziegelsteine.
brauchst du blaue Arme. Ja, aber ich stelle die grünen automatisch her, deswegen benutzen wir auch grüne. Ey Leute, es tut mir leid, dass ich so oft hochziehe, ne? Aber ich bin halt krank, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Wenn ich könnte, Chat, würde ich aufhören, krank zu sein. Ich verspreche es euch. Hoch und heilig. Wenn ich könnte, wäre ich nicht mehr krank. Wirklich. Wir müssen noch ein paar Stahlträger holen. So, Stahl. War hier. Oh, jetzt wird das Game gerade wieder richtig toll. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, das ist schlecht. Oh, Hilfe. Mit Valheim. Boah, Valheim haben wir nie fertig. Obwohl, doch, wir haben es eigentlich fertig gespielt. Wir haben nur den letzten Endboss nicht gemacht mit Sebo. Das ist keine Solo-Map. Ich baue die Map mit Max weiter. Shift oder Erschwörung auf den Ofen, bekommst du die Sachen direkt. For real, for real. So. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mache ich 24 in einer Reihe oder mache ich die gegenüber 12, 12? 12, 12 ist smarter, oder? Oder mache ich 24 in einer Reihe? Wie 24 je Seite? Wie soll das gehen? Ach, ich brauche 24 je Seite? Für einen roten Belt? Ach du heilige Scheiße. Das ist ja oberkrass. Aber es geht alles von einem Belt runter, richtig? Das heißt, ich gehe hier jetzt gleich von dem ersten Belt runter. Zack. So. Dann kommt der hier. So, das ist der erste Schritt. Und jetzt nehme ich das hier. Einmal, zweimal, dreimal. Das jetzt für jedes Fließband. Okay, check. Krass, da bin ich erstmal eine Weile beschäftigt mit Lichtofenbögen machen, ne? Und ich brauche 5 volle Eisenfließbänder, um ein einziges volles Stahlfließband zu machen. Ist das richtig? Boah, das ist ja krank. Warte mal, dann habe ich aber... Das könnte ich rein theoretisch machen, ne? Wir könnten ein volles Stahlfließband machen. Wollen wir ein volles Stahlfließband machen? Ist das überhaupt worth? Oder ist das gar nicht worth?
Lohnt es sich, ein Fließband voll mit Stahl zu packen? Ja, nein. Brauche ich Stahl so viel? Nein, normalerweise nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Weil... Lohnt halt kaum. Dann machen wir... Mal kurz. Dann benutzen wir wie viel für Stahl? Dann machen wir Stahl nämlich als erstes eigentlich. Weil wir müssen ja... So eine... Circa zwei Bänder zu Stahl, okay. Dann benutze ich die zwei Bänder hier für Stahl einfach. Das hier und das hier für Stahl. Und dann haben wir immer noch... Ein Band normales Eisen, das will ich Beton lassen. Ja, das hier. Weiß auch noch nicht, wie ich das dann gescheit mache, weil ich ja dann von hier die... Aber das packe ich schon, das geht schon. Okay, check. Ah, fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Stahlträger fehlen. Egal. Und ich habe hier keine... Jetzt wird es doch immer weirder. Jetzt muss ich nämlich trotzdem noch... So. Jetzt arbeiten die alle. Wow, wird hart. Und ich hätte gerne Roboterhangar. Lohnt sich überall einen Roboterhangar zu platzieren, ne? Oder? Einfach, dass die für mich arbeiten? Ist doch geil, oder? So, wir müssen erstmal noch zurück. Und wir müssen ganz viel bauen. Und ganz viel mitnehmen. Scheiße. Stahlträger fehlen uns. Okay, wir machen zwei Fließbänder zu
Stahlträgern, richtig? Ne, wir machen drei. Wir machen drei. Wir machen drei zu Stahlträgern und den Rest machen wir zu... Alter, das wird jetzt ewig dauern. Auto für Ladung. Ja, ich habe eh keinen, also ich habe eh keine Stahlträger mehr. Ich muss jetzt hier den ganzen Scheiß erstmal handcraften. Das ist halt nervig. Habe ich keine Ziegelsteine mehr. Krass. Das ist ja abgefuckt. Wie mache ich das jetzt? Sorry. Das dauert jetzt einfach ewig, oder was? Das nervt mich jetzt, dass ich nicht weiterbauen kann, weil das so lange dauert. Oder ich mache es erstmal nur halb so groß. Ja, ich muss jetzt 20... Nee. 4, 6... 4, 8... 12... Na doch, scheiße. Richtig viele Lichtbogenöfen bauen und ich muss auch richtig viele davon bauen. Scheiße. Oder ich baue erstmal. Ich baue es erstmal in klein. Ihr habt gar nicht genug Energie für den Aufwand, das stimmt. Oh shit, keine Muni mehr. Ich baue mal überall vier hin und mach weiter das dann nach rechts. Also vier Smelter jeweils. Ich weiß ja dann, wie groß es sein muss und ich weiß, dass ich alles nach rechts erweitere. Checkt ihr? Das heißt, ich baue hier auch jetzt erstmal wieder ein bisschen was ab. Eine Anbieterkiste. Wenn ich jetzt... Warum macht ihr keine Atomkraft? Max will alles mit Solar schaffen. Dann komm mal wieder her. Rein im Inventar mit euch. Wir machen 1, 2, 3, 4 auf jeder Seite. Und das kopieren wir dann einfach. Inventar ist zu voll. Lecken wir doch. Die Löschkisten funktionieren ja eh noch nicht, ne? Right? So. Und diese Linie
Ah ne, daraus mache ich Stahl direkt. Ah, warte mal, wenn ich direkt Stahl draus mache. Ah ne, warte mal. Wenn ich direkt Stahl draus mache, muss ich es anders bauen, richtig? Dann Ofen in Ofen. Dann bauen wir nochmal neue. Scheiß drauf. Bauen wir nochmal neu. Okay, Platz im Inventar. Okay, krass. Welche Planung ein so ein Scheißding braucht, ne? Oh shit. Ofen in Ofen. Right? Das heißt, wir nehmen jetzt diese Öfen, die wir haben. Zack. Erstmal kommen die hier rein. Ofen. Into Ofen auf Belt. Ofen, Ofen, Belt. Ofen, Ofen, Belt. Ofen, Ofen, Belt. Ofen, Ofen, Belt. Und das machen wir insgesamt dreimal. Ofen. Ach du Kacke. Das ist ganz schön viel. Aber egal, dann haben wir es fast. Blaue Greifhammer reichen übrigens auch. Ja, ja, ich weiß. Wieso haben die keinen Strom? Scheiße. Die haben den Strommasten gefressen. Egal. Problem für wann anders. Das ist jetzt eine Dingenslinie. Davon mache ich drei Stück. Und dann kommen die auf den Main Hub zurück. Dann haben wir eine Stahl-Main Hub-Linie. Zack, jetzt kann ich den Scheiß kopieren. Genau so. Oh mein Gott, jetzt kommen die Gleise. Das ist ja jetzt nervig. Aber ist nicht so wild. Machen wir auf der Seite weiter.
Scheiße. War doch nicht so eine super Idee. Upsi. Ja, scheiß drauf. Bisschen Platz zwischen Schieben und Smelter, falls du noch ein bisschen Belt brauchst. Ja, stimmt auch wieder. Oder können wir die Schienen umziehen? Wie lange dauert es, die Schienen umzuziehen? Ach, scheiß drauf. Wir werden den Platz schon irgendwie nutzen. Wir werden den Platz schon irgendwie nutzen. Würde mich stark irritieren, wenn wir den Platz nicht genutzt kriegen. Jetzt machen wir erstmal. Falsch rum platziert. Eigentlich können wir das gleich mitkopieren. Einmal, zweimal. Einmal. Zack. Also wir waren schon jetzt sehr verrückt, ne? Helf euch mal. Ein bisschen lahm. Fuck. Ich muss ja jetzt genau dasselbe noch für Kupfer machen, weiter unten. Eieieiei. Scheiße. Und dann muss ich das nochmal für Eisen fünfmal machen. Holy shit, das wird ja gigantisch. Das wird krank. Was? Weil vielleicht links? Nee, links sind die Schienen immer. Obwohl. Naja, das sind wir mal dreimal. Und die drei kommen jetzt alle auf einen Belt, richtig? Normaler Main war es immer von beiden Seiten.
Warf hat Doppler-Nice verkackt? Was bedeutet das? Das Ding ist, mit dem Stein mache ich aber eh nichts mehr, ne? Der Stein ist langweilig. Aber Stein bleibt trotzdem auf dem Main-Bus, right? Das ist ja scheiße. Muss mir gleich noch was überlegen, wie ich. Wie ich die Eisenlinie hier jetzt ganz runter verlege. Brauchst Bricks? Ich brauch 2 Lanes Bricks. Okay, wie machen wir weiter? Wir müssen auch noch Eisen machen. Normales Eisen. Was mache ich mit der Kohle? Die läuft erstmal durch, ne? Kohle bleibt, läuft erstmal durch. Also ich kann hier auf jeden Fall... Also Kupfer muss ich hier links auf jeden Fall machen. Aber ich muss es hier unten drunter machen. Ja, kurz überlegen. Auch Bricks 2 Lanes. Wie viel Brick brauche ich für einen Brick? Eins zu eins. Okay, das heißt, ich könnte hier 3 Lanes Bricks machen. Und wie viel Smelter muss ich wieder bauen? Brauche ich wieder 48? Also ganz ehrlich, die Bahn hier durchzuführen war eine richtige Scheißidee. Sorry. Sorry, wer auch immer das vorher geschrieben hat. Weil wir können halt den Platz hier gar nicht nutzen. Außer wir machen mit mieser Unterführung. Dann sieht's aber mies scheiße aus. Aber Unterführung müssen wir eh machen. Nee, vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht schaffen wir es. 48 auch. Darf nur nicht zu weit links machen. Wenn ich jetzt hier so mache. So. So. Wop. Geht sich nicht aus. Würde aber links auch wegmachen. Meinst du die Schienen hier? Wir bauen nur den näher ran. Das alles, was wir machen. An dann machen wir direkt unter den Schienen. Hab's nicht mehr im Kopf, was meinst du? Was hast du nicht mehr im Kopf? Zwei zu ein Steinlots. Ah.
Stein zu Siegelstein 2 zu 1. Okay, krass. Warum gibt er mir dann aber die Möglichkeit... Ja, das hat schon gereicht. Warum gibt er mir dann die... Also, warum hat er mir hier dann nur drei Linien Stein gegeben und diese eine da oben gekappt wieder? Da raff ich. Braucht man normalen Stein sonst noch für irgendwas? Ja. Okay. Auch normales Erz. Aber ich brauche kein normales Kupfererz, richtig? Das Kupfer werde ich zu 100% vernichten. Okay. 2 zu 1, check. Totale Vernichtung. Okay. Also wir können jetzt hier auf jeden Fall nach links gehen, so wie ich es jetzt hier gebaut habe. Das geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass wir hier oben anfangen mit der Steinverarbeitung. Zwei zu eins. Das heißt, ich mache nur 12 auf jeder Seite. Oder was bedeutet 2 zu 1? Okay, check. Dann machen wir mal erstmal 1, 2, 3, 4. Das reicht sogar, 12 reicht sogar bis nach links ganz. 12 würde reichen. Aber brauche ich dann auch zwei... Mache ich aus zwei Linien hier eine Linie? Ist das dann das Ding? Zwei, aber Bells splitten. Wie? Also ich mach 12, 12 aus einem Belt. Boah, ist das kompliziert. Aber ich will es aber jetzt einmal richtig machen. Vierundzwanzig Smelter pro Belt. Okay, jetzt 24 Smelter pro Belt, aber 2 Belts werden ein Belt. Aha. Das heißt, rein theoretisch kann ich dann hier 24 auf die eine Seite packen und dann mache ich hier runter. So zum Ding. Und mach das auf die andere Seite. So. Und dann kommt 24, 24 und dann kommt ein Belt raus. Und ein Belt Bricks reicht? Ja, muss, ne? Ja, wir machen erstmal. Ich will es nur so bauen, dass ich skalieren kann später. Es muss einfach nur skalierbar sein. Und dann ist alles in Ordnung. Wie sieht es mit dem Strom aus? Ja,
Ah, okay, reicht noch. Und wir brauchen aber auf jeden Fall einen Belt so, den wir normal weiterführen. Okay, und die Kohle geht eh durch. Die Kohle geht eh erstmal komplett durch. Scheiße. Müssen wir gleich mal hinlaufen. Oh, war da irgendwas Wichtiges drin? Nee, ne? War nur Chunk drin. Okay, und der Scheiß hier muss auch weiterlaufen erstmal. Mann. Ich krieg jetzt Bauroboter im Inventar, was ein Scheiß. So, dann haben wir jetzt Steine. Wieso ist hier kein Strom? Achso. So, hätten wir das auch. Und jetzt muss ich alle Kupfer zu Kupfer machen. Und alle Eisen zu Eisen. Erstmal alle Kupfer zu Kupfer. Right? Ah ne, warte mal, was mache ich denn hier? Kann schon so weitergehen. Muss es ja auch. Das heißt, ich muss jetzt... Kupfer ist auch 1 zu 1, richtig? Kupfer ist 1 zu 1. Das Geile ist, ich brauche bei dem Game zwei oder drei Leute, die mir ein bisschen helfen. Okay. Damit das schön gleichmäßig aussieht, splitte ich hier auf der Seite.
dann bauen wir nochmal das, was wir vorher gebaut haben. Nah. Nö, ist nicht. Scheiß drauf. Zwei, drei, vier. Kopiere das von vorher, aber die sind alle falsch, leider. Ach so, das hier oben kann ich jetzt kopieren. Das stimmt. Das sieht ja trotzdem gleich aus. Ja, ein bisschen Spaghetti muss sein. So. So ist toll, oder? Zack. Und jetzt geht der nächste raus. Hier? Oder näher aneinander? Nee, immer so ein, zwei Platz lassen. Falls man mal irgendwo Scheiße bauen muss. Fuck, und das muss ich jetzt... Das muss ich jetzt 8-mal machen? Holy shit. Das wird ja eine lange Base. Habe ich da unten überhaupt genug Platz? Ja, gut, sollte reichen. Irgendwann kommt mir Uran in den Weg, aber scheiß auf Uran. Wie viel Platz habe ich hier gelassen? 2. Wie viel Platz lasse ich dann hier? Auch 2. Denkt ihr, da wird der Strom noch reichen? Gleich? Oder glaubt ihr, da wird es gleich kritisch? Aber wir machen hier schon mal überall. Also wir brauchen... Wie kann ich Sachen mir liefern lassen, um im Inventar zu craften? Mit diesen Robotern. Das geht ja auch irgendwie, oder? Brauche ich dafür Logistikroboter?
Und Logistikkisten. Innerhalb der orangenen Bereiche geht das dann. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen würde. Warte, ich mach mal. Weil wir haben ja jetzt gleich jedes Grundmaterial da. Das heißt, ich kann mir gleich jedes Grundmaterial vom Logistikroboter. Wow, erstmal crazy. Liefern lassen, ne? Liefern, aber auch wegwerfen. Okay, das machen wir jetzt schnell. Das machen wir jetzt schnell. Weil ich glaube, das wird mir gleich einiges erleichtern, wenn ich das weiß, wie es geht. Was in der entsprechenden Kiste liegt, ja. Wenn, in was für eine Kiste muss ich es legen, damit ich es benutzen kann? In eine Anbieterkiste? Ja, richtig. Das heißt, wenn ich will, dass der mir zum Craften das hier bringt, dann baue ich hier eine Anbieterkiste hin. Stimmt das? Okay, und wenn ich will, dass er mir zum Craften... die Steine bringt, dann stelle ich da jetzt auch eine hin. Einfach über die Kisten bauen, das geht. Okay. Im Inventar in der Mitte die Sachen, die du willst auswählen, dann rechts oben aktivieren. Okay. Aber der ist nicht in Reichweite, weil hier keine Roboter in der Nähe sind, richtig? Dann muss im orangenen Bereich sein. So. Right? Aber da ist halt scheiße, weil... So, zack, boom. Genau, nur gehst du die Roboter hin. Und die da oben ist auch in Reichweite, right? Die da oben ist in der Reichweite von dem. Toll. Jetzt mache ich erstmal einmal Metall. Ich kann ja auch das hier kopieren. Ne, wir müssen einmal Kupfer noch machen. Mit einer roten Kiste. So. Und jetzt mache ich dasselbe noch mit Metall. Wie kann ich das spiegeln? Gibt es irgendeine Spiegeltaste? Ah, toll.
Das ist eine von den 8 Eisenlines, ja. Perfekt. Ja, das sieht so befriedigend, sieht das. Hä, was passiert jetzt? Jungs, wollt ihr mal weiterbauen? Wieso baut ihr nicht? Macht mal Ende hier. Ach, die müssen Strom tanken, okay. So. Eine Kiste für... Okay. Toll. Jetzt habe ich ja sehr viel hier in dieser Kiste. Was passiert, also wie crafte ich jetzt was? Ich will Stahlkisten craften. Gut, Stahl habe ich noch im Inventar. Was wollen wir denn craften mal? Ich brauche eigentlich ganz viele von denen hier. Jetzt fehlen mir Ziegelsteine. Aber Ziegelsteine sind doch in der Kiste. Ziegelsteine sind in der Kiste da links oben. Wieso bringt er mir jetzt die Ziegelsteine nicht? Ah, erst in der Mitte auswählen, dass sie bringen sollen. Okay, das heißt, ich sag jetzt, bring mir Ziegelsteine, 200 Stück, zack. Logistikanfragen deaktiviert. Nicht im Logistikzentrum. Hä? Da sind 1,6000 drin. Ich habe keine Logistikroboter. Oh mein Gott. Ich habe keine Logistikroboter. Das ist ja insane. Sind die schneller oder muss ich dann ewig warten, bis der mir den Scheiß bringt? Stahlträger habe ich keine.